Ich grüße euch und herzlich willkommen zu Studio Langwasser. Mein Name ist Volkan Engel, euer Moderator dieser Sendung. Und wir haben das letzte Mal so ein kleines Lebenszeichen von uns gegeben in einem Video. Da wollten wir von euch wissen, ja, wo, an welchem Ort wir uns befinden. Da haben wir gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jemand herausgefunden hat. Auf alle Fälle wollten wir auch gleich sagen, das war eben in Langwasser Nord bei der Freien Christengemeinde neben der BMX-Bahn, die berühmte BMX-Bahn, kennt jeder. Und auch ein super Dankeschön, dass wir dann dort auch drehen durften. Das war eine sehr, sehr schöne Gegend. Und wie ihr auch seht hier, wir sind hier an einem neuen Ort heute. Ich glaube, das behalten wir gleich mal so bei. Das könnt ihr auch in den Kommentaren gleich unten reinschreiben, wenn ihr wisst, wo wir uns heute befinden. Auch natürlich in Langwasser, an einem schönen Ort in Langwasser. Ich glaube jetzt eher für die jüngeren Leute, Jugend, die wissen genau, wo wir sind. Also wenn es einer sofort weiß, vielleicht auch nicht gleich verraten in den Kommentaren. Lasst es ein wenig spannend. Ne? Auf alle Fälle habe ich auch im letzten Video auch angekündigt gehabt eben, dass wir jetzt draußen sind, eben die Corona-Zeit hat sich ein wenig entspannt, wir dürfen wieder raus an die Luft und wir werden uns auch freuen auf unseren ersten Gast, haben wir gesagt. Und heute ist es wirklich soweit, wir haben heute unseren ersten Gast und es ist für mich wirklich schon auch eine, ja, eine Premiere, eine Ehre, auch jemanden da zu haben, einen jungen Künstler, einen Musiker aus Langwasser, sein Name ist Programm aus Langwasser und ich will euch gar nicht mal so lange auf die Folter spannen. Ich lasse ihn mal selber vorstellen. Herzlich willkommen, Razzi471. Hi, wie geht's? Grüß dich, alles klar? Ja, passt bei dir? Passt alles, ja. Gut. Du bist ein junger Musiker. Was kannst du mir dazu sagen? Musiker aus Langwasser. Du machst Rapmusik? Ja. Und wie kamst du dazu, Musik zu machen? Durch meinen Bruder, durch meinen älteren Bruder. Okay, der macht auch Musik? Ja, ja, ich weiß. Mein Vater. Genau, du kommst aus einer musikalischen Familie. Und da ist es auch schon, habe ich auch schon die ein oder anderen Songs gehört eben. Das war für dich dann wahrscheinlich ein Muss, auch in Musik. Ja, ne? Schon, ja. Es ist ja auch dann einfacher, immer, wenn du dann eben schon die Erfahrungen hast und alles und die ganze Familie. Einfacher, ja. Genau. Wo nimmst du überhaupt deine Musik auf? Also wo, hast du da irgendeinen speziellen Ort oder? Also momentan gar nicht. Durch die Pandemie? Corona, bedingt. Ja. Genau, aber ansonsten? Wo? Aber ich versuche mein Studio jetzt aufzubauen selber. Okay, okay. So ein kleines Home-Studio? Ja, ein bisschen. Mein Onkel und ich wollen halt noch ein Album. Wir machen ein Album. Ah, okay, sehr interessant. Das ist gut zu wissen, ein Album. Aber es ist noch nicht geplant, wann, wie oder. Nein, einfach mit der Zeit. Schauen wir mal. So war es mein erstes Album auch damals. Für die Leute, die mich kennen, die wissen auch, dass ich meine Musik, auch mit Rapmusik, angefangen habe in der Jugend. Und eben so ging es ja auch los, dass man erst einmal ein Album macht. Viel Zeit investiert, viel, viel, viel. Also das ist ja sehr schon mal sehr was Gutes. Du bist ja auch ein sehr authentischer Künstler. Du sagst es auch in deinen Texten immer alles. Man kann es auch schon sehen, dass du eben auch im Rollstuhl gebunden bist. Und das tust du ja auch in deinen Texten auch wiedergeben. Ist es dir wichtig auch zu sagen, ich bin, beim Rap sagt man real, ich bin wirklich jemand, der real ist und auch nicht irgendwie was vorgespielt und alles? Also wirklich, ist gar nichts vorgespielt. Nein. Du bist wirklich ein wirklich echter Rapper, wo man sagt, okay, das ist dann auch so, wie es ist. Das Leben in Langwasser. Ich bleibe auch bei meinem eigenen Style, bleibe ich auch. Sehr gut, sehr gut. Also das ist auch so etwas, wo du sagst, nee, das ist, ich bleibe treu in der Sache. Ist sehr gut. Was würdest du unseren Zuschauern zu Hause sagen, wenn du jetzt bezüglich deiner Kunst oder gibt es irgendwas, was du den Zuschauern zu Hause sagen würdest? Ja, wenn was zu schwer im Leben wird, niemals aufgeben. Richtig, richtig. Ihr habt es gehört. Immer weiterkämpfen. Super, super Einstellung, Razzi. Ich habe auch gesehen, also natürlich haben wir uns auch ein bisschen schlau gemacht im Internet. Du bist ja auch im Internet überall vertreten, auf Social Media und überall und alles. Deine Songs haben im Durchschnitt, also ich habe immer geschaut, 1200 bis 3300 Aufrufe, also Respekt dafür. Und man kann dich auch eben auf Facebook und YouTube alles, ne? Instagram, Insta auch. Das tun wir in der Videobeschreibung auch rein, dann können die Leute dich da auch mal gerne besuchen und auch vielleicht mal ein Like oder abonnieren. Ich würde es empfehlen, Leute, schaut euch an, ein wirklich außergewöhnlicher Künstler aus Langwasser, sehr junger Künstler, ich denke, da kommt noch einiges und wie ihr wisst, also wie er gesagt hat, sein Album kommt, ich bin da sehr, sehr gespannt auf dein Album. Also Ich selber auch. Da bin ich echt, du sagst uns Bescheid auf alle Fälle und das würden wir auch natürlich bei Studio Langwasser auch gerne bekannt geben, wenn dein Album dann auch draußen ist. Ansonsten eben, wie gesagt, toi toi toi. Ich wünsche dir wirklich weiterhin viel Erfolg bei der Musik. Danke. Und wir werden uns ja bestimmt überall jetzt auch mal in Langwasser, wenn es dann wieder losgeht,
da oder da mal bestimmt sehen, vielleicht ja, auch auf einer musikalischen Bühne. Und da werden wir uns bestimmt immer wieder sehen. Ansonsten, du weißt, ja, wo du dich melden musst, wenn was ist. Dann würde ich aber auch gleich sagen, okay, dann kommen wir dazu, weil wir ja auch eine Langwasser-App haben. Ich weiß nicht, hast du schon mal von dieser Langwasser-App was gehört? Ich glaube schon, aber habe noch nicht angeschaut. Es ist wieder so, weil Langwasser TV, der Adam hat ja so eine Web-App im Internet, Explore, das blenden wir auch ein, beziehungsweise tun wir auch den Link dazu beschreiben in unserer Videobeschreibung. Und da tut sich auch gerade was. Also wir haben da jetzt ein bisschen was rumgebastelt. Der Adam hat sich da sehr fleißig hingehockt und alles drum und dran, hat da Stunden verbracht, eben auch diese Studio Langwasser da aufzunehmen. Also man kann auch diese ganzen Folgen sehen, was wir da haben, kann man auf Studio Langwasser eben auf dieser Sparte in dieser Langwasser-App dann auch verfolgen und angucken. Und in der App gibt es natürlich auch was Neues. Es ist gerade noch in der Bearbeitung. Ich will gar nicht so viel verraten. Es geht um den Kulturweg, so viel kann ich schon mal sagen, dass eben gewisse Kunstwerke aus Langwasser eben aufgelistet werden in dieser App und auch mal den Hintergrund zu erfragen und auch die Informationen, die dahinter steckt, wie etwas überhaupt kam nach Langwasser. Ihr dürft auch gespannt sein, wie das dann das Endergebnis aussieht, und ihr dürft auch gerne immer wieder ein Feedback geben auf diese Langwasser-Web-App, denn nur durch eure Feedbacks wissen wir eben auch, wo es dann eben weitergehen kann, in welche Richtung wir noch was ausbauen können in diese App. Und falls euch doch mal auch was nicht Gutes gefällt, sagt es gerne. Wir bedenken das, also auch Kritik ist immer gut. Dann habe ich noch eine Neuigkeit für euch. Ja, ein Neues aus dem Gemeinschaftshaus. Da wurde ja der Adam und ich per E-Mail gefragt und wir fühlen uns auch sehr, sehr geehrt. Da geht es nämlich darum, am 1.7. gibt es da einen Workshop. Da wird nämlich ein Kunstwerk, wie ihr wisst, ja auch die Sanierungsarbeiten abgeschlossen vom Gemeinschaftshaus. Und da soll jetzt ein Kunstwerk entstehen am Haupteingang, dass da wirklich was Schönes hinkommt. Und da wurden auch viele, viele Künstler engagiert, die zusammen eben ein Kunstwerk erstellen. Und da soll eine Jury, und da sind wir eben gefragt worden, ob wir da mitmachen. Für mich natürlich eine selbstverständliche Ehre, dass ich da mitmachen dürfte. Adam hat auch sofort Ja gesagt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr dürft euch auch doch gerne anmelden. Das ist ein Workshop, also wegen der Corona-bedingten Zeit mit Anmeldungen. Das können wir euch auch gleich einblenden. Also wir blenden auch gleich den Link mit ein. Und da könnt ihr auch euch dann anmelden, eben zum Workshop. Ihr könnt mit den Künstlern euch auseinandersetzen, ihr könnt Fragen stellen dort und alles. Aber halt eben, die Jury wird dann in einem anderen Ausschuss dann später entscheiden, welches Kunstwerk dann wirklich dann eben da erstellt oder gemacht werden soll. Wir sind selber sehr, sehr gespannt. Lassen wir uns überraschen. Und wer Interesse hat, wie gesagt, meldet euch dort an, kommt vorbei. Wir werden da sein. Vielleicht kann man auch so und so ein bisschen austauschen. Wir freuen uns auf euch. Das, wie gesagt, auch, dass heute unser erster Gast zu Gast war hier bei uns, bin ich auch sehr, sehr stolz. Wenn aber auch ihr jemanden kennt oder bestimmte Themen habt, wo ihr sagt, die müssten wir mal hier bei Studio Langwasser eben ansprechen, oder ihr selber würdet hier gerne zu Gast bei uns sein, meldet euch einfach bei uns. Wir haben für jeden hier Platz und für jeden ein offenes Ohr. Die E-Mail-Adresse könnt ihr euch gerne schreiben, überall. Ihr könnt es auch in die Kommentare reinschreiben, uns per Messenger. Also uns erreicht man wirklich. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch hier zu Gast steht bei uns und beim Interview mal das eine oder andere sagen könnt. So lange will ich auch gar nicht mehr machen. Ich wollte ja auch schon sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja auch Like dalassen. Eben folgt uns auf Instagram, Langwasser TV, oder auch auf die Gefällt mir Seite von Studio Langwasser auf Facebook. Und gebt euer Feedback ab. Das war es auch schon von mir eigentlich. Bleibt gesund. Ja, und ich sage einfach nur, ciao, ciao, Langwasser. Ciao. Fangen wir Studio Langwasser an. Und da tut sich natürlich noch was anderes. Da machen wir natürlich jetzt auch, nein, nochmal neu. Studio Langwasser etc. bla bla bla. Aber da könnt ihr, bleibt auf dem Laufenden, wir halten euch auf dem Laufenden. Und ansonsten guckt einfach mal rein, wir blenden es ein. Und dann habe ich aber noch eine Neuigkeit. Warte, ich warte kurz. Ich muss nur warten, bis der da weg ist mit seinem Motorrad, weil der Hubschrauber war jetzt schon drinnen. Das kriegst du gar nicht mit, ne? So, der Hubschrauber ist drin, ich höre das schon mit nebenbei. Cut, wunderbar. Ich fand's super. Also, hat mir sehr gut gefallen. Ging schon lange. Gut gemacht, bei dir waren es viele Ams. Ja, da müsstest du noch ein bisschen arbeiten, aber das ist auch Übungssache. Aber ansonsten.
richtig aus. Hast du besser gemacht als ich? muss ich ehrlich zugeben. Das war sehr geil. Ist sehr interessant. Ja. Das war, da hast du mich jetzt überrascht und ich glaube, das kam jetzt auch richtig geil rüber, eben, dass du mich da überrascht hast mit diesem Album. Ja. Fand ich nicht schlecht.